Willkommen in der Sentinel Bay. Willkommen zu einer neuen Folge Humans and Robots. Ja, Leute, diesmal ist es nicht der gute Dan, der euch begrüßt, sondern ich bin es. Scourge Prime. Auferstanden. Zurückgekehrt. Und schön ist es. Ja, direkt aber ein bisschen dick auftragen, klar. Aber nein. Doch, doch. Heute zu einem etwas anderen Format von Sentinel Bay Reviews und Humans and Robots. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, der ein oder andere. Die TF Nation ist in diesem Jahr wieder und die Tickets sind jetzt vor einigen Tagen live in den Verkauf gegangen. Und ja, Dan und ich, wir haben uns unsere Tickets quasi schon gesichert. Und der gute Dan war ja auch im letzten Jahr bereits einmal auf der TF Nation gewesen. Und ja. Ja, Basis. da sind noch die schönen Erinnerungen sind noch da, ne? Die sind noch sehr präsent, ja. Die sind noch sehr präsent. Und jetzt beim Ticket-Ordern kam da auch eine Menge wieder hoch. Unter anderem, weil es die gleichen technischen Probleme gab wie letztes Jahr. Aber auch wie im letzten Jahr hat das die Crew wieder sehr professionell gelöst, muss man wirklich sagen. Ja, das auf jeden Fall. Na, Und ja, ich und. habe damals natürlich auch deinen Vlog dazu gesehen und dann ist in mir direkt irgendwie diese Idee doch hochgekeimt, von wegen, Mensch, du könntest den guten Dan natürlich jetzt über Facebook mit lauter Löchern, aber das ist doch irgendwie langweilig. Kaperst du einfach mal das Format Humans and Robots und ich hatte jetzt ja Dan den Gästen hier Frage gestellt, machen wir mal Dan zum Gast und zum Gast in seinem eigenen Format. Und Ja. ja, weil vielleicht ist der ein oder andere von euch da, weil der sich denkt, Mensch, TF Nation möchte ich dieses Jahr, aber generell möchte ich da eigentlich auch mal hin. Und ne, dann haben wir schon ein paar Informationen für euch, die ihr da vielleicht gebrauchen könntet. Genau, wollten wir jetzt auch relativ schnell machen, weil wie gesagt, die Tickets sind noch sind Tickets da. Einiges ist aber auch schon vergriffen, da können wir gleich nochmal drüber reden, was dieses Jahr überhaupt an Angebot gibt. Und ja, also ich freue mich ja über jeden, der mitkommt. Wir sind jetzt schon drei. Tim kommt ja auch mit. Also wir sind ja schon drei. Ja, super. Minimum. Ich habe Disclaimer vorhin, natürlich kurz noch. Und sag ja, ruhig. ich habe vorhin tatsächlich bei mir in den Kommentaren hat jemand mein alten TF Nation Vlog rausgekramt, hat sich den angeschaut und hat auch noch ein paar Fragen gehabt, von wegen hätte jetzt eine Karte, aber hätte noch kein Hotel und so. Also sind wir scheinbar schon zu viert. Ich weiß nicht, ob ich den irgendwie. Ob ich an den abseits von YouTube mal rankomme, aber auf jeden Fall sind wir dieses Jahr ein paar mehr. Das freut mich ja, das scheint ja mein begeisterter Bericht vom letzten Jahr irgendwie gefruchtet zu haben. Aber ich vermute mal, dass Ja. jemand wie du, der ja auch schon ein bisschen länger in der Szene steckt, das wahrscheinlich auch schon länger auf dem Zettel hatte, ne? Definitiv. Ich wollte immer mal auf die Auto-Assembly, aber ja, das ergab sich dann irgendwie nie. Das lag aber auch hauptsächlich daran, ja, zu dem Zeitpunkt dann immer noch in Ausbildung. Und ja, kurz nach Ende der Ausbildung habe ich mein Auto geschrottet, leider. Und ja, dann musste Nein. das Auto natürlich über Jahre so ein bisschen abbezahlt werden. Und ja. Warte mal, ich muss mal kurz hier auf den Boden. Ich brauche mal einen Freund. Also Was zum nicht Kuscheln? ich. Die Katze braucht einen Freund heute. Die ist jetzt seit Ah, 4 Tagen okay. alleine, weil ihr Bruder ist irgendwo draußen auf Wanderschaft. Und ja, jetzt lässt es an uns aus. Ja, ach, ist ja auch nicht schlimm, ne? Ja. Gerade mal ein Herz wäre. Absolut. Disclaimer. Genau, Brexit ist ein Thema, klar, blenden wir an der Stelle aber mit Absicht aus, weil immer noch viel zu viele Fragezeichen. Dieses Jahr, diese Übergangszeit, Übergangslösung. Sind wir Genau. dieses Jahr noch verschont mit Pass und Kontrolle und alles, aber lass die Herren Rüssel mal, ja, alles da entscheiden und bliblablub. Es ist Mag eigentlich insofern nicht über wichtig. Politik reden. Nee, aber ich sag mal, es ist natürlich insofern wichtig, weil ja letztes Jahr hätte das mich ja schon ereilen können. Dadurch, dass es verschoben hat, ist das ja alles nicht passiert. Dadurch, dass wir jetzt bis Ende des Jahres, glaube ich, diese Übergangsregelung haben, also quasi bis Ende des Jahres eigentlich alles bleibt, wie es ist. Zum Ein Glück. Shame, wer es hätte erwarten können, heißt das natürlich auch, dass alles, was du mitbringst, nicht verzollen musst. Jetzt mal gesetzt im Fall, wir haben irgendwann ein ganz normales Drittlandhandelsabkommen. Dann musst du alles, was du halt auf der TF Nation kaufst, musst du durch den Zoll schleppen. Das ist dann schon relevant. Dieses Jahr brauchen wir uns aber zum Glück noch nicht drüber zu unterhalten. Das ist ja auch eine wichtige Information. Für 2020 könnt ihr noch so viel mit nach Hause bringen, wie ihr
ihr tragen könnt. Und natürlich, wie viel das Handgepäck zulässt. Ja, aber jetzt sind wir schon ein bisschen drin in der Materie. Ja, jetzt sind wir schon so ein bisschen drin, genau. Ja, bevor wir kurz über die TF Nation selber reden, wie sieht es denn bei dir generell aus, so an Convention-Erfahrungen? Nicht unbedingt auf Transformers, sondern so generell. Ja, quasi gar nicht. Ich war vor wirklich ewigen Zeiten, war ich mal auf einer Star Trek Convention, das war irgendwo in, ich habe keine Ahnung mehr. Es ist ewig her. In Deutschland? Also im Land noch hier? Oder? Ja, ich meine, es wäre in Dortmund gewesen. Es war auch keine richtige Convention, das war so eine halbe Ausstellung irgendwie. Aber da sind natürlich auch Leute in Kostümen hingegangen und so. Das war ganz cool. Ansonsten hält sich das in argen Grenzen. Ich muss sagen, eigentlich meine erste richtige Convention war tatsächlich die Cons vor 3 Jahren. Weil ich aber bis dato auch, ich sag mal, nirgends so tief drin gesteckt habe, dass ich gesagt habe, ich muss da jetzt auch noch auf eine Convention fahren. Gedanklich sowas wie Comic-Con oder so hatte ich immer schon mal auf dem Zettel. Hat sich aber irgendwie nie ergeben, weil ich dachte so, und war halt auch immer so ein Fall von alleine hinfahren. Und bei der Cons war das halt so, ich sag, okay, jetzt steckst du in der Sammelei so tief drin, ich will auch mal was vor Ort kaufen. Klar. Und das ist ja bei dem, was ich sammle, ist das ja quasi nicht möglich, außer du fährst auf Conventions. Und deswegen wollte ich dann damals zur Cons. Und mittlerweile ist es ja dann wirklich so, dass mich ja jetzt weniger die Figuren anziehen, auch, aber mehr die Leute. Und das hat damals schlicht und ergreifend nicht. Das muss ich nach und nach aufbauen. Genau. Ich verweise an der Stelle noch einmal auf meinen Blog zur Comic-Con in Dortmund. An der Stelle, mit ihr ja, alle mal nochmal. Spiegelverkehrt. Da oben blende ich das dann einfach mal ein. Ja, alles klar. Dann seht ihr einen kleinen Verweis nochmal, wie das denn so ist auf so einer Comic-Con im Allgemeinen. Und ja, wenn ihr Transformers erwartet, ja, schraubt eure Erwartungen lieber zurück. Geht da mal lieber hin, wenn ihr so allgemein so Nerd-Kram orientiert seid, dann ist das vielleicht eher was für euch. Jo. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich bisher nicht auf der Comic-Con war. Ich glaube, es ist thematisch zu breit für mich. Und da ich jetzt auch niemand bin, der irgendwie jetzt, keine Ahnung, keine Autogramme von Stars einsammeln will und so, ist es, glaube ich, für mich nicht so. Also ist sicherlich mal geil, mal hinzufahren. So, ich werde das bestimmt auch machen, dieses Jahr auf gar keinen Fall. Ja, aber irgendwann sollte man das, denke ich mal, schon machen, einfach um zu sagen, ja, ich war mal auf so einer Veranstaltung, ich weiß, was mich da vor Ort erwartet. Und dann kann halt jeder für Sicherheit sagen, ist was für mich oder, boah, nee, lass mal. Ja, das wird sich sicherlich irgendwann auch ergeben, aber schauen wir mal. Ist noch ein bisschen Zeit. Genau. So, wie bist du denn jetzt auf die Idee gekommen, Mensch, ich fahre jetzt einfach mal nach England da auf die TF Nation? War das so recht spontan oder war das schon eher so, da hast du ein bisschen drauf hingearbeitet? Das war alles andere als spontan. Ich hatte tatsächlich über den Realm of Collectors halt mitgekriegt, was hier drüben abgeht in den Staaten mit der TFCon. Und habe gesehen, und die Leute treffen sich da und da geht die Post ab und so. Und dann dachte ich, okay, Cons hatte ich ja jetzt schon gesehen. Und dachte ich so, Cons war ja nett, aber Cons war halt auch jetzt, ich hatte halt die TF-Con-Bilder im Kopf, ne? Halt relativ klein im Verhältnis. Dann habe ich geguckt, so, was ist denn TF Nation? Dachte so, ach komm, mal ins Ausland wäre irgendwie mal geil. Und England ist ja erreichbar, ne? Staaten ist eine Geldfrage, ist eine Zeitfrage und so. Und dachte, England, komm, England kannst du machen. Und das Ding habe ich, also, dass ich da hin will, habe ich mit Sicherheit ein Dreivierteljahr vorher für mich schon fest beschlossen gehabt und auch meiner Frau auch schon mitgeteilt, dass ich da mal 2 Tage weg sein muss. und da war das eigentlich klar. Ich habe dann, ja, das, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich es mir gegoogelt hatte oder einfach mal, ich glaube, ich hatte tatsächlich nach Transformers Conventions in Europa geguckt und da fällst du als erstes, gut, kommt natürlich auch sehr weit oben, aber die kannte ich ja nun schon, und dann fällst du quasi automatisch über die TF Nation. Ja, klar. So wie man halt früher halt, wenn man danach gesucht hat, zuerst über die Auto-Assembly halt gefallen ist. Das ist ja quasi der geistige Nachfolger quasi. Vorläuferveranstaltung gewesen, ne? Genau. Ja. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob da ein anderes Team dabei war, aber ja, die haben halt irgendwann gesagt, boah, so in der Form geht nicht mehr. Wir haben jetzt, ich meine, die haben auf einer relativ runden Zahl, ich glaube auf 15 Veranstaltungen gab es davon, meine ich. Oder 20, ich weiß halt nicht. Aller Ehre. Die haben auf jeden Fall gesagt, so, wir haben jetzt hier einen Punkt erreicht, das wird jetzt nochmal eine richtig schöne große Sause. Und danach machen wir so irgendwie nicht weiter. Habe ich irgendwie noch so im Gedächtnis. Aber hundertprozentig bin ich mir da jetzt auch nicht mehr sicher. Okay. Aber war dann auch froh, dass es dann hieß, ja, TF Nation hier als Nachfolgeveranstaltung ist dann dabei.
Ja, und für mich war es halt, ich halt geguckt, dann stand da TF Nation, Europas größte Convention und so weiter, dachte ich, okay, wenn du irgendwas Großes haben willst, was erreichbar ist, scheint das jetzt aktuell erstmal die beste Wahl zu sein. Und halt auch so ein bisschen diesen Event-Charakter drumherum. Also du packst einen Koffer, du setzt dich in den Flieger, ja, du hast ein Hotelzimmer und so. Das ist halt was anderes, als Ja. zu sagen, ich setze mich morgens ins Auto und fahre abends wieder nach Hause. Das ist, Auf jeden Fall. das kannst du nicht vergleichen. Wie waren so deine Erwartungen im Vorfeld? Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, so ja, TFCon schwebt das immer so, die Bilder so ein bisschen drin. Ja. Die waren relativ hoch, muss ich sagen. Und das hat, glaube ich, auch so ein bisschen dazu geführt, dass ich am Anfang nicht enttäuscht war, aber ich wurde relativ schnell wieder geerdet, als ich dann da war. Also also erstmal habe ich halt erwartet, es ist größer tatsächlich noch. Also es ist schon relativ groß. Es ist verteilter über das ganze Hotel in verschiedenen Räumen und so. Aber irgendwie hatte ich so, wie gesagt, ich war halt voll TFCon angefixt. Und wer mal TFCon-Bilder gesehen hat aus Reston und auch hier Chicago oder so, was die da für Hallen haben, ne? Also aber die haben halt auch, was die da drüben für Kongresshotels haben, ist halt auch vollkommen absurd. Ja, klar. Und die sind halt komplett belegt und dann tausende von Leuten und so. Und meist, das war das eine. Also ich habe extrem viele Leute erwartet. Es waren auch viele. Es hat sich aber ein bisschen besser verteilt, weil es war familiärer, als ich gedacht hätte im Ah, Endeffekt. okay. Und das ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Nee, definitiv nicht. Wo ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht war, wo ich mehr erwartet hätte, ist der Dealer Room. Der war auch schon groß, aber jetzt war nicht mal so das, was die Größe, sondern einfach das, was man tatsächlich da bekommen hat, war nicht so breit von der Auswahl her, wie ich es mir gewünscht hätte. Also ich habe von meiner Wunschliste halt fast nichts wegstreichen können. Da standen jetzt nicht völlig absurde Sachen drauf. Von daher, da war ich ein bisschen, da hatte ich, glaube ich, mehr erwartet. Und ansonsten bin ich recht entspannt dahin gefahren. Was mir klar war, was cool wird, ist der Cosplay-Wettbewerb. Weil da waren wir auch schon Fotos aus dem letzten Jahr, war mir schon klar, da fahren halt Profis hin, ne? Ja, und vor allem Leute, die wirklich da mit Herzblut und die sagen, weißt du, ich fahre da jetzt einfach hin, ich will den ganzen Tag ins Tür rumlaufen, ich will nichts kaufen, ich will Leute treffen, ich will den Leuten Spaß machen mit meinem Cosplay und ja, Ja, das genau. merkt Und man dann. vor allem, du hast ja das Intro ja auch schön aufgenommen, wo sie die Cosplayer auch auf die Bühne dann ja eingeladen haben und ja, wie die da auch rausgekommen sind und einfach so teilweise auch wirklich in Character und wirklich Ja, echt super. cool. Also, ja, das sind Leute, Profis insofern, dass die halt wirklich, die sind all in gegangen. Ja, und das ist auch nicht ganz billig, glaube ich, was sie da präsentiert haben. Ist schon cool. Ist schon cool. Jetzt hatte ich gerade irgendwas noch auf dem Zettel, was ich noch sah. Ach so, genau. Was ich noch als auf dem Erwartungshaltung auf dem Zettel hatte, war halt Simon Furman. Ne? Das war so der Gastname, der mich dahin gezerrt hat und gesagt habe, okay, Simon Furman? Ja, Ja. habe ich auch schon mal getroffen. Ja, cool. Und da hatte ich dann auch das, ob auch das, also ich habe mich selber mit ihm direkt nur sehr kurz unterhalten, weil ich auch nicht so richtig wusste, was ich ihn fragen sollte. Am Panel selber hatte ich dann doch schon ein paar Fragen, die er auch toll beantwortet hat. Das war cool. Das war cool. Aber ansonsten waren mir auch die meisten Gäste, bis auf so wenige Ausnahmen, auch kein Begriff. Klar, Greg Berger kennt man, Nick Roach kennt man, aber ansonsten habe ich auch sehr viel über Transformers gelernt wieder bei der Veranstaltung. Ist ja auch nicht verkehrt. Organisation, Flug, Hotel, was einem sonst noch so einfällt. Wie gut lief das? Bist du da irgendwie auf Schwierigkeiten gestoßen oder lief das eigentlich butterweich? Butterweich, eigentlich. Es gibt so ein paar Sachen, auf die könnte man vor. Also ich habe mich halt nicht groß vorbereitet auf die Tatsache, dass ich nach England fliege. Das habe ich dann unter anderem gemerkt, dass ich keinen Stromadapter dabei hatte. Okay, ja, Ja, das ist so ein Klassiker. das ist ein Klassiker. Im Prinzip ist es, für England nimmst du einen Stromadapter mit. Dann hätte ich jetzt meinen Schwiegervater hier gefragt, der gefühlt alle 6 Wochen da ist beruflich, hätte er gesagt, nehme ich Stromadapter mit. Hatte ich jetzt nicht, musste ich mit einem Hotel kaufen für 10 Pfund. Was schmerzhaft ist, weil jede ungeplante Ausgabe an dem Wochenende tut weh. Weil du Ja. bist mit einem begrenzten Budget, also es geht es Ich mache mir ich bei greife. der Gelegenheit schon mal eine Notiz Stromadapter. Ja, unbedingt. Also ich greife an der Stelle vor, was man unbedingt machen sollte, ist sein Budget limitieren. Also bloß nicht was ich mit einer nach oben offenen Kreditkarte oder so dahin fahre, geht voll in die Hose. Nee, habe ich zum Glück nicht. Ansonsten wirst du halt, also der Buchungsprozess, der war top. Der war auch dieses Jahr wieder top. Wie gesagt, es gab ein paar technische Probleme, die sie aber dann sehr schnell in den Griff bekommen haben. Ja. Und
Das lief wirklich gut und ich fand auch gut, dass dann die Facebook-Seite halt, wenn man da drauf gegangen ist, da hat man wirklich auch sehr, sehr schnell und sehr kurzfristig auch die Antworten gekriegt. Ja, du hattest wirklich innerhalb, du hast gemerkt, okay, funktioniert was nicht, dann gehst du auf die Facebook-Seite, du hast schon ein Statement von denen. Also super, super. Wirklich, Kommunikation ist top. Ich kam auch gut durch, konnte das Ticket buchen, konnte direkt dann von da aus abspringen auf die Hilton-Seite, konnte mein Zimmer buchen. Das ging letztes Jahr, das ging dieses Jahr und das ist wirklich super. Und auch vor Ort, muss ich sagen, ist die Organisation sehr, sehr gut. Du hast einen im Vorfeld, weit im Vorfeld veröffentlicht, wird der Zeitplan veröffentlicht, wann ist welches Panel und so weiter, in welchem Raum. Du hast vor Ort, hast du große Karten, dass du dich zurechtfindest. Die halten sich an ihre Zeitpläne. Das ist auch super. Also die haben nichts überzogen oder so. Dass du jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei dem einen länger gesessen hast und hast dann was anderes verpasst oder so. Das ist top. Teilweise ist es halt, dass sich Sachen überschneiden. Bleibt nicht aus, ja. Ist auf jedem Festival so. Manchmal hast du halt zwei Bands, die du sehen willst und die spielen parallel. Das ist halt dann so. Aber also organisatorisch war die Veranstaltung großartig, wirklich. Zumindest was, sagen wir mal, das Coverage jetzt von der deutschen Seite aus hier angeht. Du sagtest ja, wir sind zu dritt. Also selbst wenn einer sagt, ja, ich habe mehr da drauf Bock, zumindest alle danach ja unsere Vlogs, Videos sehen, die können halt dann trotzdem sehen, weil wir werden ja sicherlich irgendwie dann das Videomaterial irgendwie alle uns gegenseitig austauschen. Ja, also wobei ich muss sagen, ich habe jetzt eigentlich nichts verpasst, was ich sehen wollte. Also nicht aufgrund der Überschneidung. Ich habe ein paar Sachen nach hinten raus verpasst, die ich halt nicht sehen konnte, weil ich schon auf dem Heimweg war. Das Ganze geht ja bis Sonntagnachmittag. Und ich habe mich dann Sonntag im Laufe des frühen Vormittags oder Mittags oder so, habe ich mich auf den Weg gemacht, dass ich nicht ganz so spät nach Hause komme. Da muss ich mal, also es gibt noch keinen Plan für 2020. Mal gucken, wie das dann läuft. Da wird man sicherlich auch wieder was verpassen. Aber die relevanten Sachen packen sie eigentlich schon auf den Samstag. Und samstags ist man ja eh komplett da. Also ist ja, egal. Klar. Generell, was würdest du einem so als Vorbereitungszeit dafür empfehlen? Man hat es gerade schon gesagt, so ein bisschen so dreiviertel Jahr hast du angefangen vorher zu gucken. Also wenn man es dann quasi, dann sage ich mal, dann doch ein bisschen ernster wird. Ja, also mental vorbereiten oder jetzt planerisch vorbereiten musst du eigentlich lange gar nichts. Du musst dich finanziell, glaube ich, ein bisschen drauf einstellen, musst also mal gucken, was kosten die Tickets, dich informieren, wann gehen die Tickets in Verkauf, was kosten die Hotels, mal einfach schon mal die Kohle an die Seite legen, weil was du nicht machen kannst, ist jetzt zu sagen, okay, die Tickets sind jetzt im Verkauf, ich warte noch mal 3 Monate oder so, das könnte in die Hose gehen. Ich weiß nicht, ob die ausverkauft waren letztes Jahr, aber das Leader-Package mit Peter Kallen, was du ja noch als abgegriffen hast, Glückwunsch noch an der Stelle. Schön, dass das noch hingehauen hat. Das ist ausverkauft. Da gibt es auch keinen Weg mehr drum herum. Die Hilton-Räume sind ausverkauft. Also TF Nation macht das immer so, du kaufst ein Ticket und hast halt am Anfang, haben die so ein gewisses Raumkontingent, wo du Rabatt auf die normalen Hilton-Preise kriegst, auf die Übernachtung. Mhm. Genau, und das gibt es halt auch nur einen gewissen Umfang und das ist dann auch relativ schnell weg. Also ist jetzt auch weg. War im letzten Jahr dann so, dass dann im Nachgang nochmal dann Sachen frei geworden sind. Man kann aber trotzdem im Hilton buchen. Man kriegt ja dann nur nicht mal die rabattierten Preise. Ich weiß nicht, wie hoch der Rabatt tatsächlich ist. Das kann ich jetzt aus dem Stand nicht beantworten. Aber man kann auf jeden Fall auch da in dem Hotel bleiben, was ich per se empfehlen würde. Ich glaube, da kommen wir aber noch zu, ne? Ja, ich glaube schon. Ja. Also von daher Vorbereitungszeit. Keine Ahnung, also richtig sich drauf einzustellen, mit auch mal, also man kann sicherlich zum Beispiel mal frühzeitig anfangen, sich eine Liste zu machen, wenn man jetzt Figuren kaufen möchte, was suche ich, was möchte ich mitnehmen, vielleicht auch schon mal sich schlau zu machen. So eine Liste führe ich ja eher. Ja, geht mir ja nicht anders. Vielleicht sich auch schon mal zu informieren regelmäßig, welche Händler sind denn vor Ort. Mal zu gucken, was haben die im Angebot. Manchmal kann es Sinn machen zu sagen, hier, ich kaufe was auf der Seite und hol's nur da ab. Einfach, dass du musst das Geld nicht mitschleppen. Du weißt, du hast einen relativ kurzen Abweg. Wobei ich sagen muss, das nimmt dann halt so ein bisschen den Spaß des durch die Gegend strummerns und guckens, was gibt's denn so. Ja, erstens das und vor allem, ich will ja auch keine Neuware kaufen, sag ich mal. Also ich meine, was du von meiner Sammlung ja soweit schon mal gesehen hast oder wenn wir so uns unterhalten haben, ich bin ja auch einer, der ja auch mal so Figuren aus der Zeit vor 2010 kauft, also zwischen 2000 und 2010. Und da habe ich noch ein paar Sachen auf der Liste. Und wenn ich da hinkomme und sehe, ja, der Wendler da, der hat einen Robots in Disguise Cryotech, ja, den nehme ich jetzt mit. Also die Wahrscheinlichkeit ist nicht so klein. Es gibt tatsächlich eine Menge Gebrauchtkram und auch wirklich alle
alle Epochen, alle Episoden, das ist schon irre. Wo man, glaube ich, früh dran sein muss, ist, oder möglichst früh dran sein sollte, ist das Thema Flug. Weil das ist dann auch eine Frage des Preises. Je früher du was buchst, umso besser. Und Flüge buchen, weiß ich, wenn ihr das schon mal online gemacht habt, das ist halt auch einigermaßen hässlich. Also das ist recht unübersichtlich. Da braucht man ein bisschen Zeit, sich da reinzufuchsen. Also es ist jetzt Februar, die ganze Nummer steigt im August. Ich denke mal, spätestens im Mai werde ich meine Flüge buchen. Einfach, dass ich das kopftechnisch auch so aus dem Weg habe. Ja, klar. Das ist eine gute Idee. Nee, aber auch so eine Liste, da wollte ich jetzt die Tage auch mal so mit anmachen, damit ich so ein bisschen weiß, ich meine, ist vielleicht jetzt schon ein bisschen früher, aber auch gucken, so Mensch, was muss denn alles auch mitnehmen, ne? Und also, wie groß könnte denn überhaupt mein Handgepäck rein theoretisch überhaupt erst einmal aussehen? Ja, damit man schon so eine gewisse Dimension halt hat und dann halt sagen kann, ja gut, da muss ich vielleicht Abstriche machen. Oder ja, ich habe hier doch ein bisschen mehr noch und das kann ich noch mitnehmen. Ja, das hängt ja unmittelbar mit, das ist ein sehr guter Punkt, das hängt ja unmittelbar mit der Flugthematik auch zusammen. Je nachdem, mit wem du fliegst, hast du andere Gewichtsgrenzen vom Gepäck her, was du mitnehmen darfst und so weiter. In der Regel kannst du am Ende des Tages, kannst du alles mitnehmen. Ist die Frage, was du dafür extra bezahlst. Und ja, klar. Das sollte man sich schon, also wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt jemand vorhat, einen Generations Metroplex zu kaufen, dann musst du das einplanen. Da musst du ein entsprechend großes Gepäckstück dabei haben, wo du den mitnehmen kannst. Also über sowas sollte man sich schon Gedanken machen. Also für mich wäre klar, nachdem die Tickets gebucht sind, 2 Monate noch chillen und dann langsam mal anfangen mit Flüge buchen und da auf der Basis kannst du alles aufbauen. Dann weißt du, wann du fliegst, dann musst du den Reiseplan machen, wie komme ich zum Flughafen. Vom Flughafen weg ist in der Regel gar kein Thema. Das Hilton ist recht nah am Flughafen, kommst du mit dem Taxi wunderbar rüber. Ist aber auch zum Beispiel Geld, das sind auch, glaube ich, jedes Mal 10 Pfund, hatte ich auch nicht eingeplant. Das ist zum Glück jetzt hier eine Frage, nehme ich schon weggenommen. Also vom Flughafen zum Gelände selbst, sagst du so 10 Minuten oder? Ja, also laufen kannst du es nicht. Musst das Taxi nehmen. Also ohne Gepäck kannst du das sicherlich auch laufen. Bist, würde ich mal sagen, eine halbe, dreiviertel Stunde unterwegs. Kann man machen. Ich glaube, wenn man so in der Gruppe durch die Gegend schlendern ist, dann ist es nicht das Ding. Aber wenn du direkt da ankommst und also. Ich sag mal so, ich war natürlich jetzt auch letztes Jahr komplett alleine unterwegs. Wenn wir das jetzt dieses Jahr irgendwie so auf die Kette bekommen, wir werden wahrscheinlich nicht alle im gleichen Flieger sitzen, aber zumindest sagen, okay, wir treffen uns da in Birmingham am Flughafen und nehmen ein gemeinsames Taxi, dann ist es auch vom finanziellen Aufwand alles vollkommen überschaubar. Ja, ich würde per se, also ich fand es halt sehr, 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 sehr angenehm, im Hilton selber zu sein, also in dem TF Nation Hotel. Weil es einfach, ich hatte Kumpels aus England da, die waren alle außerhalb. Die hatten halt dann immer die Situation, die haben was gekauft, die mussten das dann entweder den ganzen Tag mit rumschleppen oder mussten zwischendrin irgendwie zu Fuß oder mit dem Taxi in ihr Hotel, das da abliefern, dann zurück, dann kamen die da mit Uber aber nicht weg und so. Also es ist unglaublich komfortabel, in dem Hotel zu sein. Du gehst irgendwo da, du schlenderst da rum, unterhältst dich 2 Stunden mit Leuten, denkst, oh, jetzt brauche ich mal eine halbe Stunde Ruhe. Was ich, mit den Figuren tüdeln oder was, gehst aufs Hotelzimmer. Oder haust mal aufs Ohr oder so. Ja. Fährst mit dem Fahrstuhl hoch, bist da, fertig. Das ist schon sehr charmant. Oder auch zu sagen, hier, guck mal, ganz coole Leute kennen, der Hotelbar ist so voll. Aber hier, komm, ich habe mal ein bisschen was zu suchen auf dem Zimmer, geh mal auf dem Zimmer hoch. Oder so. Ja. Oder falls irgendjemand alleinstehend dahin fährt und der Meinung ist, er hat eine Frau gefunden. Nein, also, Convention schaffen würde ich das nennen, ne? Ja, so etwa, ja, wie gesagt. Aber alleine, bitte, viel Spaß. Ist halt nicht das Billigste. Ich muss aber auch sagen, die Nacht, also der reduzierte Preis kostet jetzt dieses Jahr 84 Pfund pro Nacht für ein Doppelzimmer. Das heißt, also Tim und ich teilen uns das durch 2. Dann sind das pro Kopf sind das 42 Pfund, also knapp 50 Euro pro Nacht. Das ist okay. Das ist ja, okay. Das fände ich für also ich habe mir aber auch schon mal, letztes Jahr habe ich dann gesagt, auch dieses Hilton Hotel, da machen die das ja fast immer oder haben es bis jetzt fast immer da gemacht. Habe ich mir letztes Jahr auch mal Bilder angesehen und die haben ja auch so einen Spa-Bereich und da habe ich gesagt, oioioioi, Mensch, ey, da gehst du aber so auch mal rein. Ne? Wobei ich sagen muss, ich war nicht drin, weil jetzt will ich dem geneigten Transformers-Fan, dem durchschnittlichen, nicht zu nahe treten. Das sind jetzt aber nicht so die Leute, die ich in der Sauna treffen will. In der Regel. Okay. Alles klar. Also das ist tatsächlich, das ist ein 4-Sterne-Hotel, das ist ein super Ding. Die haben einen vollgeilen Lobbybereich, die haben eine ganz tolle. Ganz tollen Barbereich, wo du sitzen kannst und schnacken und so. Du musst halt schnell sein, dass du einen Sitzplatz kriegst. Die haben diesen Spa-Bereich, wo du halt auch mal, keine Ahnung, mal ins Becken springen kannst, wenn du Bock hast. Also das ist ein geiles Hotel, überhaupt gar keine Frage. Also
du musst halt gucken, es gab so ein paar Sachen, auf die war ich nicht vorbereitet. Habe ich halt einfach auch nicht drüber nachgedacht. Ich bin da hingeflogen ohne Proviant. Ohne irgendwas. Ich hatte, glaube ich, einen Schokoriegel dabei. Aber dann kam die Frage auch so, was esse ich denn jetzt eigentlich? Frühstück ist drin. Frühstück ist klar. Ah, aber cool. Britischer Klassiker, ne? Wahrscheinlich, ne? Ja, ganz klassisches englisches Frühstück ist gut. Aber über den Rest des Tages gibt es da halt kein Angebot. Du kannst da in der Hotelbar, kannst du eine Pizza essen, so ist auch nicht das Ding. Kostet halt ein scheiß Geld. Also die nehmen es echt von Lebendigen und auch hier. Ne? Also wenn du da stilecht irgendwie, keine Ahnung, irgendein Ale trinken willst oder so, das ist schon, das geht ins Geld. Und das sind Sachen, die hatte ich zum Beispiel einfach nicht eingeplant. Also Tipp ganz klar von mir, was Verpflegung angeht, macht euch schlau, was ihr mitnehmen könnt. Im Handgepäck kannst du nicht viel mitnehmen, im Koffer vielleicht schon mal eher was. Und auch nochmal gucken im Umfeld. Supermarkt ist schwierig. Gegebenenfalls wirklich, bevor man ins Hotel fährt, nochmal einen Abstecher mit einem Taxi in irgendeinen Supermarkt machen und sich eindecken mit Verpflegung. Zumindest mal mit Getränken. Also ja, Wasser. Normales wie alkoholisches ist ja auch so auch mal so, was ich, so 2 Sechser Bier oder so. Also willst ja auch mal einen trinken mit den Leuten. Mhm. Sollte man, da hat keiner was dagegen, wenn du deinen Kram in der Hotelbar auf deinen eigenen Kram trinkst. Da scheißen die Leute drauf, glaube ich. Aber was Eigenes dabei haben und sich auch zumindest so eine gewisse Basisverpflegung, was ich, eine Packung Brot oder so und irgendwas zum Draufschmieren, dass du theoretisch halt auch ohne die 13 Pfund Pizza aus der Hotellobby um die Ecke kommst. Ja, klar. Jo, du hattest vorhin erwähnt, ja, Convention-Erfahrungen mit der Konst. Machen wir den Vergleich mal so. England, Deutschland, wo siehst du so Überschneidungen, aber auch schwierig. Also was, glaube ich, sich überschneidet, ist, dass also so die Leute, die Art von Mensch, die du da triffst, das waren eigentlich alles durch die Bank weg nette, aufgeschlossene Leute. Die wussten aber auch, hier brauche ich mich nicht verstecken, weil hier sind alle wegen der einen Sache hier. Ja, wo du vielleicht gegebenenfalls ein bisschen belächelt wirst, wenn du das, was ich normal an der Arbeit erzählst. Und da waren halt nur Gleichgesinnte und das merkst du halt sofort. Das ist auf der Cons immer der Fall. Das ist halt, in England ist das kein Stück anders. Und per se gibt es da, also jetzt weiß ich, kulturelle, so weit weg sind die jetzt auch wieder nicht, ja. Prinzipiell ja, sehr, alle insgesamt sehr höflich. Das ist alles super. Die Conventions selber sind natürlich hart unterschiedlich. Einfach, wenn du dir anguckst, die TF Nation sitzt in einem 4-Sterne-Kongresshotel in einer relativ großen Stadt. Die Cons sitzt oder saß bis jetzt, das wird ja nächstes Jahr, dieses Jahr auch anders, halt, ich sag mal, böse gesagt, in so einem Dorfgemeinschaftshaus. Das, ja. das kannst du nicht vergleichen. Mhm. Und deswegen würde ich jetzt da auch mit Unterschieden und so weiter, kannst du ein Größe festmachen und so weiter. Was ich sagen muss, ist, dass Verzeihung, das Angebot, was den Verkauf angeht, ist auf der Konz nicht viel schlechter. Es ist vielleicht insgesamt weniger, aber insgesamt, was die Angebotsbreite oder Tiefe angeht, ist das vergleichbar. Du hast noch auf der TF Nation hast du noch ein bisschen mehr abseits von Transformers. Also da sind halt auch Leute, die, keine Ahnung, die verkaufen halt allgemein irgendwelchen 80er Jahre Spielzeug, Vintage-Kram. Also ich habe einen ganz tollen Mask Wildcat gekauft auf der TF Nation. Und auch hier, G.I. Joe und Ghostbusters und allen möglichen Kram. Ja, ist ja eine große Schnittmenge auch bei den Leuten irgendwie. Weil die haben ja nicht nur Transformers gab als Kinder, ne? Ich muss an der Stelle auch einmal sagen, so der Cons zum Beispiel, ich war zum Beispiel auch an derjenigen, der damals auf Lucy auch zugegangen hat. Ey Leute, den Teletoys, den müsst ihr aber wiederholen als Händler, weil erstens hat der ein super cooles Angebot, was Transformers angeht. Und die Hälfte des Standes sagte ja Turtles, He-Man und so weiter. Und bei dem standen die Leute halt auch und sagen, ach ja, komm, das nehme ich jetzt aber hier auch nochmal mit. Die Chance ist natürlich, dass du gegebenenfalls nochmal jemanden dazu holst, der jetzt vielleicht nur wegen Transformers nicht unbedingt gekommen wäre, der das Ganze ein bisschen als Spielzeugflohmarkt sieht. Ne, und das ist sicherlich auch nicht verkehrt. Ich glaube, auf der TF Nation hast du halt wenig bis gar keine Laufkundschaft. Das Hotel ist ziemlich abseits, ab vom Schuss, irgendwo in so einem Gewerbegebiet. Die Konz ist ja relativ zentral im Ort drin, sag ich mal. Ja. Da guckt vielleicht der ein oder andere auch mal der Neugierige mal so rein. Das hast du bei der TF Nation definitiv nicht. Du hast auch normal, also die haben nicht das ganze Hotel belegt. Wir hatten letztes Jahr war eine Salsa-Tanzveranstaltung. Das war mal echt harter Kontrast von Leuten. Aber hat auch funktioniert. Die hatten halt einen anderen Bereich, aber in der Lobby haben sie sich dann halt alle
saßen sie halt dann alle rum. Das heißt, die haben nicht das ganze Hotel belegt, das vermischt sich ein bisschen, aber sonst ist das schon relativ isoliert. Okay, wie krass wäre das, wenn auf einmal eine GoBots-Convention parallel wäre und alle sind auf der TF Nation und im GoBots-Bereich. Nicht Gehre, aber nur so. Also ja, aber das sind auch Firmentagungen und all so ein Kram. Also das ist halt ein Tagungshotel, ne? Und die haben halt im unteren Bereich haben sie halt für sich und haben ein paar Räume, aber das Hotel hat noch ein paar andere Gäste halt. Ja, okay. Deal with etwas, it. Was du auf der TF Nation gesehen hast, wo du sagst, Mensch, das wäre doch was für die Cons oder das könnte ich mir vorstellen, das könnten die von der Cons auch umsetzen? Ja, zwei Sachen eigentlich. Das eine ist, die Cons, gut, das ist aber auch, weil die Cons nur einen Tag Zeit hat. Das ist nächstes, ne, was ja, dieses Jahr sind wir zwei? Nee, ja, dieses Jahr auch wieder nur einen Tag, ne? Ein Tag, ja. Ja, ja, okay. Der Sonntag halt immer, ja. Der Sonntag, genau. Die TF Nation hat halt drei Tage. Das heißt, die haben viel mehr Zeit, auch zwischen den Panels zum Beispiel Pausen zu machen. Das heißt, die Leute haben zwischen den Panels Zeit einzukaufen, zu schwätzen, zu essen, keine Ahnung. Dadurch gehen aber dann, wenn die Vorträge, das klingt ja wie sonst was für eine Veranstaltung, aber wenn die Panels halt entsprechend sind, und dann gehen die Leute halt auch hin und hören sich das an. Bei der Cons ist halt ganz oft dadurch, dass das halt auch alles im gleichen Raum stattfindet, versuchen quasi immer die Events oder die Panels oder wie auch immer man das nennen möchte, in den Kaufrausch der Leute reinzureden. Das ist ganz schwer zu vereinbaren. Ja, weil das halt alles in einem Raum stattfindet. In einem Raum stattfindet. Das wird dieses Jahr auch nicht besser werden, weil wir ja wieder alles in einem Raum haben. Es ist zwar größer, aber immerhin. Das ist das eine. Also da wäre manchmal so ein getrennter Raum irgendwie für die Panels wäre, glaube ich, ganz gut. Dann können die Leute, die das hören wollen, wirklich reingehen, kriegen mehr mit, können vielleicht auch eher mal Fragen stellen und wer halt nicht will, bleibt halt draußen. Das ist das eine. Und das andere ist, was halt der Cons halt total fehlt, ist so ein abseits von dem Trader Room, also wo gekauft wird und gehandelt wird und so ein Treffpunkt zum Reden. Bei der TF Nation ist das die Lobby. Ne? Da ist die Hotelbar, da sind Sessel. Da gehen die Leute hin einfach zum Schwätzen. Klar, ein paar stehen auch dann auf der Konst, was ich draußen auf dem Parkplatz und was ich reden da oder rauchen Kippchen oder sind hinten im Hof und so. Es gibt so kleine Ecken, aber so ein Treffpunkt halt, wo du dich einfach nur hinsetzen kannst gucken, guck mal, was ich gekauft habe, ne? So dieser Gemütlichkeitsfaktor, der fehlt halt bei der Cons. Zumindest da kann ich sagen, da wird dieses Jahr dran gearbeitet, weil ich hab immer mit dem Stand ja dieses Jahr auch wieder da und ich habe quasi ja schon den Hallenplan ja dementsprechend ja auch schon gesehen und also so dieser Community-Bereich, das kann ich so schon mal sagen, das wird, denke ich, mal ein bisschen besser. Und ansonsten, wenn ihr mal sitzen wollt und schnacken könnt, ihr könnt natürlich auch noch gerne zu mir am Stand kommen, müsst ihr halt nur vielleicht ein bisschen Interesse für das Formus Trading Mats mitbringen. Und schlagartig hast du 300 Interessenten verloren. Nein, Quatsch. Ja. Video ab. Wie gesagt, ich glaube auch, dass das Lucy und Co. auch bewusst ist, dass sie das, glaube ich, auch gerne schon länger hätten. Sie sind halt eingeschränkt durch die Räumlichkeiten und dieses halt, wenn der eine Tag ist, nimmt halt auch so ein bisschen diesen, durch den einen Tag, das wirkt jetzt despektierlicher, als ich es meine, durch den einen Tag wirkt es halt wirklich wie so ein Transformers-Flohmarkt mit Community-Treff irgendwie und nicht wie so ein richtiges Event. Wo die Leute hinfahren, dann auch mal wirklich sie 2,5 Tage mal rausnehmen und wirklich nur da sind und es geht nur um das Thema. Viele fahren morgens hin, fahren abends oder mittags auch schon wieder zurück, weil sie noch Strecke haben und so. Und man quetscht sich das so in den Tag so, oh, heute ist Sonntag, ich muss heute Morgen müssen wir noch frühstücken, der Hund muss vor die Tür, dann fahre ich kurz auf die Cons und heute Abend, keine Ahnung, gehe ich mit den Schwiegereltern essen. So, das ist halt auf der TF Nation nicht. Da kann ich halt nur hoffen, dass die Cons irgendwann, ich sag mal, der große Vorteil ist, die Cons ist natürlich auf europäischem Festland. Das heißt, für viele eigentlich auch aus umliegenden Ländern, gerade was Auto angeht und so, auch leichter zu erreichen. Und von daher denke ich schon, dass das Potenzial hat, auch größer zu werden. Und ich hoffe halt, dass sie irgendwann mal den Sprung wagen und sagen, okay, komm, jetzt machen wir doch mal 2 Tage zumindest raus, Samstag, Sonntag oder so. Das ist natürlich finanzielles Risiko, gar keine Frage. Ja. Drehen wir den Spieß einmal um. Etwas, was du von der Cons kennst und wo du sagst, ja, das hätte die TF Nation doch vielleicht irgendwie, es würde die TF Nation attraktiver machen und das könnten die auch umsetzen. Die Tombola. Okay. Es gibt keine, also, nee, stimmt nicht ganz. Es gab wohl,
Sie haben ein Flame Toys Kit verlost, dieses Megatron IDW Kit. Ah, okay. Da konntest du dich irgendwie für registrieren. Also es gab so, du konntest halt ein Kärtchen ausfüllen. Es gab genau einen Preis. Ja. Und der wurde halt auch noch Sonntag am Mittag ausgegeben. Das heißt, für mich völlig interessant, weil ich wäre sowieso nicht mehr da gewesen. Ah. Und sowas, also auch wenn die Tombola vielleicht so ein bisschen, wie sagt man so schön, it overstayed its welcome auf der Cons, es dauert einfach alles zu lang und es ist zu viel Kleinkram, der da verlost wird und Hasbro legt ja mal den ganzen Müll da ab und so. Ich glaube, die Tombola sollte kompakter sein, weißt du, Lose kaufen, ein Verlosungszeitpunkt, 20 Minuten maximal, 30 Preise und dann ist das Ding durch. So. Dann, glaube ich, hätte das auch wieder mehr Akzeptanz bei den Leuten. Sowas gibt es bei der TF Nation übrigens nicht. Cons und TF Nation haben wir so ein bisschen abgehandelt. Wie sieht es denn generell aus so mit Transformers-Events besuchen? Ich habe zum Beispiel gehört, in Skandinavien soll es eine geben. Oder generell die Niederländer sind da wieder so ein bisschen dabei. Früher gab es ja die Bots in den Niederlanden. Und ja, da hat man jetzt irgendwie die letzten, lass mich überlegen, 3 Jahre jetzt irgendwie nichts mehr gehört. Kevin von Tier of Robots versucht ja jetzt quasi mit dem New and Vintage Day so ein bisschen was auf die Beine zu stellen. Ist das was du gerne mal besuchen würdest? Würde ich total gerne mal besuchen. Ist halt meistens für mich nicht realisierbar, weil, ich fahre ja jetzt im März, fahren ja Tim und ich wieder hin zu Kevin. Mhm. Und wir machen das halt immer unter der Woche, weil unter der Woche bin ich immer sowieso weg. Also einmal die Woche bin ich eh weg, beruflich. Und wenn ich halt stattdessen statt ich beruflich übernachte, privat übernachte, fällt es hier keinem auf. Also dann ist das für mich quasi, da muss ich nichts organisieren. Meine Frau muss nicht jetzt irgendwie eine Nacht zusätzlich mit Kind und Hund und Katzen und allem drum und dran alles alleine verbringen. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne Übernachtung mache ich diese Tour nicht mehr. Kevin war schön letztes Jahr, aber dieses Hinfahren, 2 Stunden Zeit und dann wieder zurück und es war unglaublich viel im Auto und so. Ich will den Stress nicht mehr haben und deshalb machen wir das dann so. Und dadurch fällt der New Vintage Day leider so ein bisschen raus, weil der ist, glaube ich, an einem Wochenende. Der ist an einem Wochenende, ja. Der ist auf einen Sonntag, ja. So ist es. Was andere Veranstaltungen angeht, per se bin ich für alles offen, wobei ich aber auch sagen muss, ich würde jetzt, ich sag mal, den Reiseaufwand, den ich hatte für die TF Nation und auch der organisatorische Aufwand, war für die Veranstaltung absolut gerechtfertigt. Hätte ich das alles jetzt gehabt und wir hätten eine Veranstaltung in der Größe der Cons 2000 und wann war ich das erste Mal da? 17. Das vor 3 Jahren, das wäre dann 2017, genau. Ja? 2017 war ich das erste Mal da. Hätte ich so eine Veranstaltung vorgefunden, wäre ich heftig enttäuscht gewesen, muss ich sagen. Also diesen Reiseaufwand mit Flug und Hotel und einem Scheiß, da muss dann auch schon ein bisschen was bei rumkommen. Und da weiß ich halt nicht, was andere Veranstaltungen da bieten können, wie viel man da im Vorfeld rauskriegt, weil alles, was so, also Holland, okay, ob du jetzt nach Viersen fährst oder bis Holland, ist dann geschenkt. Ja. Das wäre jetzt grenznah ist oder auch was hier Jess hat mit der LuxCon und so, das kann man sich gegebenenfalls überlegen. Wenn da irgendwie was Cooles stattfindet, man coole Leute trifft. Ja, das Problem ist halt, es geht halt immer nur, ich sag mal, die Cons ist jetzt mittlerweile, ist bei mir ein Pflichttermin jedes Jahr. Die TF Nation könnte es werden, wenn das so weitergeht, macht halt echt Laune. Aber ich kann halt auch nicht zu 5, 6 Conventions im Jahr fahren. Kann ich finanziell nicht. Auch das klare Ding, die Möglichkeit irgendwie. Kriege ich auch zeitlich bei der Familie auch zu Recht nicht durch. Und man muss auch sagen, wenn du nur von einer Convention zur nächsten fährst, es geht auch so ein bisschen das Besondere verloren. Es ist ja immer dieses, so geil, noch 4 Monate, so freu. Aber wenn du gerade erst quasi erst vor 2 Wochen erst auf einer warst und nächste Woche schon wieder die nächste, dann wird es auch so Routine und so. Deswegen, wenn, dann müsste ich quasi eine der anderen beiden mal streichen. Mhm. Schließe ich per se nicht aus, wenn da was Spannendes ist. Man kriegt eine coole Reisegruppe zusammen. Gerne. Ich kenne aber auch, muss ich ehrlich sagen, sonst großartig nichts. Also was da in Skandinavien ist, keine Ahnung. Müsste ich mich erstmal schlau machen. Ja, dito. Ich habe es halt auch halt nur mal so am Rande irgendwo mal gelesen. Aber das, was du gerade sagtest, mit dieses Besondere geht irgendwie verloren. Das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, es gibt im Jahr eine Comic-Con, die ich besuche. Das ist die in Dortmund, weil es ist für mich die am nächsten ist. Und ich fahre jetzt nicht großartig dafür jetzt erstmal irgendwie nach Stuttgart oder so, um dann halt da irgendwie da so 1, 2 Tage dann irgendwie dann abzuhängen. Gut, mittlerweile weiß ich, dass es einen Trading Card Spieler im Raum Stuttgart gibt und daher könnte man das irgendwie verbinden. Aber ja, ich würde das dann auch dann irgendwie gucken, dass man so eine Convention dann irgendwie mit einer Städtetour oder so verbindet. Ja, natürlich. Das ist halt Birmingham, bietet sich dafür nicht so an. Birmingham ist wohl, ich habe ein bisschen vorher gefragt, so, aber die meisten Leute sagen so, ja.
bleib im Hotel. Okay. Na, du hast es vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, weniger zum Event selber, aber so die Besucher und ihr Verhalten. Wie ticken die Inselaffen in dem Vergleich zu uns Krautfressern? ja, also gibt's überhaupt. Also klar, du musst natürlich, du musst Englisch sprechen. Gar keine Frage. Ohne Englisch. Ja, kein Problem. Leistungskurs gehabt. Ja, nee, ich glaube auch. Also ich glaube, wenn man Englisch nicht sauber beherrscht, macht die Veranstaltung wenig Sinn. Du verstehst die Panels nicht wirklich. Du kannst mit wenig Leuten unterhalten. Klar kannst du sagen, ich fahre da nur zum Shoppen hin. Und zum Shoppen, da kommst du mit 3 Brocken Schulenglisch, kommst du wahrscheinlich auch noch hin. Im Zweifel schreibst du die Preise auf, die du bezahlen willst. Also das geht, aber du kriegst von dem ganzen Erlebnis drumherum nicht viel mit. Ansonsten war das aber alles, war das toll. Also ich hatte jetzt keine, als Deutscher auch jetzt keine Probleme oder so, irgendwelche Ressentiments oder manchmal hast du das ja, ne? Wenn du irgendwo hinkommst und wirst mit dem Hitlergruß begrüßt, wenn du sagst, wo du herkommst. Also ich kenne Deutsche, die ins Ausland reisen und sagen, sie sind aus Holland, einfach um sich dem nicht auszusetzen, ja. Okay. Ich habe das so noch nicht erlebt, weder in den USA, jetzt noch in England. Von daher, da gibt es überhaupt nichts. Also ich sage, es ist von dem Klientel, so wie die Leute drauf sind, ist es mit der Konz wirklich, wirklich sehr vergleichbar. Die sind natürlich alle ein bisschen lockerer, ein bisschen entspannter drauf, weil die halt auch wissen, okay, wir haben jetzt 3 Tage Zeit. Die kommen dahin. Ja, das glaube ich. Die haben jetzt Zeit. Es gibt da Leute, die sagen, hier komm, reicht das mal, wir sehen uns später an der Bar und dann siehst du die später an der Bar. Und das ist so, die Atmosphäre ist ein bisschen gelöster und das ist aber sicherlich einfach der Zeit geschuldet, die man da hat. Das ist aber auch sehr, sehr schön. Also definitiv etwas, wo man konsseitig darauf hinarbeiten sollte, wenn man, ich glaube, dann investieren die Leute auch mental mehr in so ein Event und sagen, oh, hier komme ich gehe jetzt dahin, jetzt buche ich hier auch Hotelzimmer, ich lasse mich jetzt mal voll drauf ein für 2 Tage. Das ist, glaube ich, wir haben auf der Cons, weil letztes Jahr auch wieder so, hast du wirklich Leute gesehen, die sind da rein, sind eine Stunde rum und sind mit vollen Einkaufstüten wieder nach Hause. Und das ist für das, was mir mittlerweile wichtig ist, nämlich Community, mit Leuten reden, mit Leuten austauschen, ist das halt nicht förderlich, wenn die Leute nur hinkommen, kaufen und wieder heimfahren. Kann man das Zeug auch online bestellen? Ja gut, nicht alles, aber... Ne? Im Prinzip ja. Ich meine, jeder von uns kennt den Reiz, irgendwo reinzugehen, erstmal dieses so... Und dann... Was einzusammeln und dieses so, ich bezahle es und hab's gleich, ja, das ist was Eigenes. Das kannst du nicht. Hatte ich jetzt letztens auch, als ich bei Smith halt war, Siege Sideswipe, der fehlte mir jetzt noch, ne? Ich meine, klar, ich hätte den ja auch bestellen können woanders und der war so, boah, nee, den nimmst du jetzt mit, komm. Der kostet jetzt hier 3 Euro mehr als in Shop XY und nee, komm, den nimmst du jetzt mit. Ja, genau. Und das ist, das kannst du halt nicht synthetisch irgendwie nachstellen über Online-Shopping und so weiter. Aber es ist halt die Leute, die wirklich nur deswegen kommen, die verpassen halt, glaube ich, eine ganze Menge. Gut, es gibt Leute, denen ist das egal, ne? Die wollen ein paar coole Actionfiguren haben und so. Die sind mir dann aber auch egal, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, ist so. Ich mache das natürlich wegen den Figuren und der Liebe zum Franchise irgendwo. Ich mache das mittlerweile aber halt auch ganz viel einfach, weil ich tolle Leute kennengelernt habe. Auch interessante Leute auch kennengelernt habe in den letzten Jahren. Mit ganz teilweise wirklich interessanten Geschichten. Witzig ist immer, wenn du dann irgendwann da stehst und die Leute mal fragst, was machst du eigentlich beruflich? Das ist immer, da kommen die ersten Geschichten raus. Also voll gut. Super gut. Mal so ein bisschen zusammenfassen, damit wir auch so ein bisschen zum Ende kommen. So mit Blick auf den Reintrip, Versorgung, Verpflegung hattest du gerade schon angesprochen. Was glaubst du, auf was sollte man sich da so finanziell einstellen? So roundabout, jetzt ja. Keine, aber so einfach so eine Spanne, wo du glaubst, ja, das ist ganz realistisch. Also es gibt so ein paar Hartfaktoren, um die kommst du nicht drum rum. Du musst ein Ticket haben und du musst übernachten und du musst irgendwie da hinkommen. Das sind die 3 Sachen, da kannst du vielleicht ein bisschen variieren, aber per se hast du da keine große, ich mach mal ganz kurz mal einen Screenshare. Wir gucken einfach nur auf die Ticketpreise, dass Leute mal eine Vorstellung bekommen. Ja. Das sind die Ticketpreise. Also es gibt ab 60 plus oder unter oder 16 bis 17 kommen sogar umsonst rein, Kinder sind auch umsonst, das finde ich sehr fair, muss ich sagen. Ja. Also wirklich komplett umsonst, finde ich top, ist richtig gut. Ich hatte letztes Jahr einen Kumpel von mir, Thomas, war auch wirklich mit seinen 2 Töchtern da. Das ist halt super, ne? Machst einen Familienraum, so ein Family Room und dann ist alles toppy. Das Wochenende kostet 75 Schleifen. Also britische Pfund, das sind ja übersetzt, ich glaube,
90 Euro. Ja, ja, 85 bis 90 Euro abhängig. Je nach Kurs. Nach Kurs. Bezahlst du, also jetzt hier so, also ganz ehrlich, so Tagesticket und so, ja klar, kannst du machen, aber fliegt denn für einen Tag nach England? Das macht doch kein Mensch. Das ist ja nee, Quatsch. Also, und ich glaube, die wenigsten sind über 60. Also gehen wir mal davon aus, du brauchst auf jeden Fall ein Wochenticket, dann hast du schon mal die ersten 90 Euro weg. Du musst, musst ein Hotelzimmer buchen. Ich habe jetzt das Hilton. Das sind jetzt für das Doppelzimmer sind das 100 Euro pro Nacht. Teilen wir durch zwei, sind das 50 Euro pro Nacht, also 100 Euro für die Übernachtung. Wenn du ein Einzelzimmer hast, dann kostet das nicht 100 Euro, dann kostet das auch so 90 Euro, dann zahlst du es aber halt alleine. Muss man halt jetzt gucken. Also man kann definitiv Geld sparen, wenn man sagt, man nimmt ein Doppelzimmer und teilt es mit irgendjemandem. Das macht total Sinn. Das heißt, das halbiert deine Übernachtungskosten. So, dann bist du bei 100 Euro fürs Schlafen, 90 Euro, also bist gut 200 Euro, damit du überhaupt da sein darfst. Dann der Flug, da muss ich ehrlicherweise, ich habe es vorher nochmal versucht nachzuschauen, ich finde leider die Flugdaten nicht mehr. So teuer sind die Flüge nach England jetzt nicht, aber ich glaube irgendwas so im Bereich 100, 150 Euro. Ich sage jetzt mal großzügig, damit ich nicht hinterher verhauen werde, 200 Euro für einen Flug, plant sie jetzt einfach mal ein, würde ich jetzt mal sagen. Wenn es weniger ist, ist gut. Ich meine, es wäre weniger gewesen, auch deutlich weniger, aber ich habe es nicht mehr greifbar. Ist halt auch viel mit Lufthansa, also Birmingham wird halt auch nicht von allen angeflogen, muss gucken, von wo kannst du starten. Ich hatte den Vorteil, ich konnte mit dem Firmenwagen zum Flughafen, das hat mich jetzt kein Geld gekostet, weil Sprit geht, ne, Privatnutzung und so, habe ich halt jetzt einfach mal einen Vorteil. Ansonsten kommt das halt gegebenenfalls auch noch dazu. Die meisten Flugtickets haben Bahnreise und sowas mit drin, muss man sich aber Gedanken machen. Also hast du 200 für die Veranstaltung selber und ich sage jetzt mal, die ganze Anreise auch nochmal 200 Euro, bist du 400 Euro los. Verpflegung, glaube ich, kommst du günstig weg, wenn du dir was mitbringst. Ansonsten solltest du da auch nochmal ein Huni einplanen mit Essen und Trinken über zweieinhalb Tage. Wer sparsam lebt oder wenig ist, kann natürlich da weniger schaffen. Bist du schon bei 500 Euro. Und der große X-Faktor ist natürlich, was kaufst du da vor Ort? Ja. Das ist natürlich hochgradig variabel. Also man sollte sich nicht zu wenig mitnehmen. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wenn du sagst, du hast 150 Euro und dann findest du Sachen im Wert von 300, die du gerne mitnimmst, musst dich dann entscheiden und so. Dafür ist der Event auch zu speziell und zu einmalig. Ich glaube, da sollte man sich die Limits nicht zu eng setzen. Man sollte sich aber ein Limit setzen. Also fahrt auf keinen Fall mit offenen Kreditkarten dahin. Das geht voll in die Hose, habe ich schon mal gesagt. Aber das ist echt gefährlich. Das ist halt, du kommst vom Ästchen aufs Stöckchen. Deswegen macht mir das. Macht eine Liste, limitiert euer Budget und dann könnt ihr so ein bisschen vor Ort, macht von mir aus, packt noch 50 Euro Spielgeld oben drauf und dann kannst du gucken. Ja. Das heißt, am Ende des Tages, ich denke mal, der ganze Trip, so alles in allem, weißt du, so um 600 Tacken bist du bestimmt los. Ja. Na, aber es ist vor allem, also ich sag mal so, wenn ihr einen Bumblebee auf der Liste habt, ne, also fahrt nicht auf die TF Nation, um euch einen Bumblebee zu kaufen, weil den kriegt ihr in jeder Ecke. Ja, gefühlt. Also, was ein, was du halt nicht normal im Laden bekommst. Was, wo ihr auf jeden Fall drauf achten müsst, damit ich letztes Jahr nicht drauf reingefallen, ist ja falsch. Ich habe einfach nur nicht aufgepasst. Bei mir war das so, dass die erste Nacht hatte man mir abgebucht von der Kreditkarte, bei der Buchung gleich. Zweite Nacht aber nicht. Ich habe das nicht kontrolliert. Ich habe nur gesehen, da ist was abgegangen vom Hilton. Ich sage, gut, alles klar, Zimmer bezahlt. Und dann bin ich dahin und dann wollten die von mir erstmal 75 Euro fürs Zimmer, Pfund. Und das habe ich aus meinem Figurengeld nehmen müssen, weil ich hatte kein Bargeld, also keine Kreditkarte, nichts dabei. Ich hatte nur Bares. Ach so, okay, ja klar, verstehe. Und das war scheiße. Also guckt wirklich vorher, dass die Tickets bezahlt sind, die Zimmer, dass das alles bezahlt ist. Oder nehmt halt genug Geld mit, dass ihr es gegebenenfalls vor Ort bezahlen könnt. Das hat halt mir wirklich so ein bisschen den Spaß genommen, weil wenn du schlagartig 100 Euro weniger hast zum Ausgeben, die eigentlich fest verplant waren, ist doof. Für mich war es nicht schlimm, weil ich nicht alles gefunden habe. Aber das war bitter. Bitte. Und der blöde Adapter hat auch 10 Pfund gekostet. Den nimmt auch Stromadapter. Ganz wichtig, Stromadapter. Ja, aber das ist so ungefähr die Hausnummer. So generell irgendwas, was man dann beachten sollte, wenn man wieder nach Hause will? Also Stichwort Abreise. Wie ist das so mit der Heimkehr? Gut, jetzt bin ich natürlich nicht bis zum Schluss geblieben. Ne? Ich bin vorher zurück. Ich kann nicht sagen, ob, wenn man jetzt, keine Ahnung, wirklich bis zum Schluss fortbleibt, wenn alle gleichzeitig abreisen. Ich habe mir sagen lassen, dass wir mit dem Parken, also mit dem Rauskommen, dann ein bisschen schwierig ist, weil dann natürlich alle gleichzeitig aus dem Parkhaus rausführen. Also ist für uns wahrscheinlich nicht so relevant, weil wir werden nicht mit eigenen Autos da anreisen. Könnte man auch.
könnte man natürlich auch. Man könnte, muss ja auch nicht fliegen, man kann auch mit dem Zug fahren oder so. Ne? Aber bis nach England ist schön, aber dann innerhalb von England bist du auch mal eine Weile unterwegs. Also Flug ist, glaube ich, Birmingham hat einen Flughafen, es ist recht nah, Flug ist eigentlich schon, macht schon Sinn. Ja. Von daher weiß ich es nicht genau. Ich für meinen Teil hatte halt, ich bin mit Taxi wunderbar hin, wunderbar zurückgekommen und das war alles absolut problemlos. Gibt es eigentlich nichts, also die üblichen Reisetipps halt, ne? Ein bisschen Zeitpuffer mit einplanen, die Verbindung nicht zu knapp takten, gerade wenn es um Zug und Flug geht. Wenn du einmal da bist, ist es egal, ob du jetzt auf dem Taxi 10 Minuten wartest, geschenkt, ne? Mhm. Aber ja, das ist alles recht entspannt. Ja, der zweite Besuch der TF Nation wird ja quasi jetzt bei dir, bei mir, bei Tim groß geplant. Jetzt im Vergleich zu deinem Besuch letztes Jahr. Weißt du schon, was du anders machen möchtest? Ja gut, ich habe ja jetzt schon ein paar Sachen aufgezählt, die ich falsch gemacht habe letztes Jahr. Das mit dem Hotelzimmer war so ein Beispiel. Also ich werde definitiv zusehen, dass alles vorher bezahlt ist. Tutto completi. Aber ansonsten, wie gesagt, Verpflegung halt mitnehmen. Das war der größte Fehler letztes Jahr. Weil du halt dann auch nicht, ich hatte das Glück durch die Engländer, mit denen ich mich da getroffen habe, die hatten irgendwie das Bedürfnis, mich durchzufüttern. Also die haben mir die ganze Zeit Bier ausgegeben und so. War gut, ja. Da ging das recht locker aus der Hüfte, aber kannst halt nicht von ausgehen. Also das muss ich anders machen, das muss besser geplant sein, die Verpflegung über die 3 Tage. Und ansonsten lief das eigentlich relativ rund. Und auch so mit Flug, also ich habe ganz viel so mit, das muss sagen, ich bin ja lange nicht mehr geflogen davor, aber halt auch ganz viel so mit Online-Check-In vorab und dann hast du so einen QR-Code auf dem Handy, den hältst du einfach nur drunter, dein Gepäck schmeißt du auf so ein Förderband und so. Also diese Zeiten, wo du 2 Stunden vorm Flug da sein willst, ist auch alles durch, ne? Das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Die Möglichkeiten sollte man nutzen, dann ist das eine sehr, sehr entspannte Reise und ja, da kann man eigentlich, also ich war das erste Mal da, alleine da und habe bis auf die erwähnten Fehler eigentlich kaum Probleme gehabt, man kann nicht so richtig viel falsch machen. Und wenn du mit Leuten zusammenfliegst, ist es natürlich nochmal schöner. Hm. Ja, du hast die Fragen von mir quasi vorab gekriegt, damit du dich was vorbereiten kannst. Ja. Da wären wir jetzt quasi auch, wie gesagt, jetzt einmal quasi durch. Irgendwie noch, weiß ich nicht, so ein Fazit von dir so oder irgendwie weise letzte Worte von dem, der die Reise schon einmal angetreten ist. Nein. Also ich kann jedem, der Transformers mag sowieso, aber der hat auch Wert so ein bisschen auf, wirklich mal auf, wie so ein kleines Transformers-Festival mal am Wochenende, dem kann ich das nur empfehlen, das zu machen. Ich kann euch aber auch nur, also wenn ihr hin wollt, dann, und ihr habt noch Fragen oder so, gerne auch mich nochmal irgendwie direkt anschreiben, dann beantworte ich das gerne. Wenn ihr schon wisst, ihr wollt hin, ich fände es voll cool, wenn wir eine kleine Gruppe zusammenbekommen. Wir sind ja jetzt schon zu dritt. Wie wir da anreisen, also egal, wissen wir spätestens ab dem Zeitpunkt, wo wir alle in Birmingham sind, je größer wir sind als Gruppe, desto cooler würde ich das finden. Und von daher, wenn ihr hin wollt und seht dieses Video, dann meldet euch bei mir, meldet euch bei Scourge auf seinem Kanal, den ich auch nochmal in die Beschreibung packe. Und meldet euch bei Tim. Und dann kriegen wir da was hin. Und ich glaube, da wird das eine ziemlich geile Tour. Aber bei aller Begeisterung für die TF Nation, vergesst mir die Cons nicht. Nein, auf keinen Fall. Die TF Nation ist groß, es macht auch Spaß, aber es ist schon ein ziemlicher Luxus, so eine gut organisierte Convention in Deutschland zu haben wie die Cons. Und deswegen jeder, der darüber nachdenkt, zur TF Nation zu fahren, bitte auch im Hinterkopf behalten, kommt im Oktober auf jeden Fall nach Mönchengladbach auch zur Cons. Das sind meine weisen Worte. Wenn ihr noch nicht auf einer Cons wart, dann auch immer bei mir auf dem Kanal vorbeischauen. Ich habe letztes Jahr einen Vlog dazu gemacht. Könnt ihr euch ansehen, wie ist halt denn die Veranstaltung vor Ort? Natürlich vorab, ne, das ist jetzt noch die kleine Halle von den letzten 4, 5 Jahren. Nächstes Jahr, oder ist ja schon 2020, wird es alles ein bisschen größer, kann ich an der Stelle auch immer sagen. Und ja, also Cons ist natürlich auch für mich definitiv gesetzt dieses Jahr. Ich fahre wohl zum Vintage Day bei Kevin, macht da auch einen kleinen Vlog, weil das hat mir letztes Jahr wirklich sehr, sehr gut gefallen. Bin ich mal gespannt. Hat man an meinem Beutefoto damals sicherlich auch gesehen, dass es mir da sehr gefallen hat. Ich erinnere mich. Und mal gucken, Kevin hat mich eingeladen, ich soll doch mal zur Dutch Comic Con kommen, ich weiß aber gar nicht, wo die ist, weil er sagte, das wäre super geil da. Mal gucken.
Das ist jetzt erstmal zum Ende des Jahres und ach, ja, vielleicht mache ich das noch, vielleicht. Naja, mal gucken. Denn ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du uns so ja, Rede und Antwort gestanden hast. Und immer gern, wenn ich mal vor irgendwas ein bisschen Vorsprung habe. Ja. Dann immer gern. Nein, danke, war cool, dass du das gemacht hast. Auch war eine coole Idee. Hat mal Spaß gemacht, auf der anderen Seite zu sitzen. Genau, und nicht nur das, sondern auch, ne, das ist ja dann auch wieder so ein Community-Aspekt, ne? Dass wir uns alle mal ein bisschen austauschen. Unbedingt. Und nicht nur über Figuren schnacken und ja, wer hat denn wie, wo, wie, welche Figur und wer kann wie, wo, was empfehlen, sondern auch einfach, Mensch, ich will doch mal wohin, ich will ja auch mal was erleben. So ist es, genau das. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht in einem Jahr um diese Zeit hier vielleicht mit drei oder mit vier Mann sitzen und nochmal unsere Erfahrungen austauschen, beziehungsweise uns schon mal in Vorfreude auf die TF Nation 2021 sitzen. Ja. Aber ich denke mal, eine Folge Voice of K und danach ist ja wahrscheinlich eh gesetzt, ne? Nee, die ist sowieso gesetzt, weil. Ne? Schön. Nur noch Andi dazu kriegen. Aber jetzt erstmal hinfahren und dann sehen wir weiter. Genau. Cool. Danke dir, Scourge. Und allen, die zugeschaut haben, natürlich auch vielen Dank. Lasst uns noch einen Daumen nach oben da, wenn ihr schon dabei seid. Und ja, ansonsten abonniert diesen Kanal. Wöchentlich neue Videos rund um Transformers und andere Sammelfiguren. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.